Ich habe Ausgrenzung auch schon vor allem in Social Media erlebt, dass einfach Menschen aufgrund ihrer Wertevorstellung und Tradition beispielsweise einfach von anderen Leuten fertig gemacht wurden. Ich habe schon mal erlebt, dass Menschen beschimpft wurden wegen dem, wer sie waren, wegen ihrer Herkunft. Und das ist nicht gut und sowas sollte es nicht mehr geben. Hier könnt ihr jetzt die Grundrechte nochmal sehen und gleich werdet ihr was vorgespielt bekommen und ihr müsst erraten, was das für ein Grundrecht ist. Bei unserem Projekt Respekt zeigen, Toleranz leben geht es darum, dass Jugendliche sich als aktive Mitglieder der Gesellschaft verstehen lernen und lernen, sich zu beteiligen. Ich denke, im Alltag gibt es viele Sportangebote für Jugendliche beispielsweise oder irgendwelche, ja einfach, wo sie ihren Hobbys nachgehen können. Aber es gibt wenige Bereiche, in denen man politische Bildung lernt oder sich zu beteiligen lernt, ja. Was in unserer Zeit jetzt gerade, finde ich, elementar wichtig ist. Für was steht diese Equality Flag? Also halt für LGBTQIA und halt People of Color und Trans und Interpersonen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das als junger Mensch lernt, weil wir irgendwann eben die sein werden, die so PolitikerInnen werden. Und es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig akzeptieren können, so wie wir sind, damit die Welt eben irgendwann zu einem immer besseren Ort wird. Und jetzt kommen wir zur Wochenziehung. Je 5.000 Euro gehen an zwei Lose mit den Endziffern 00-20-640 sowie 22-10-972. Jeweils 10.000 Euro gewinnen zwei Lose mit den Endziffern 04-67-934 und 02-50-871. Und 100.000 Euro entfallen auf alle Lose mit den Endziffern 72-57-824. Gratulation und vielen Dank für Ihre Unterstützung. Du bist ein Gewinn.